Meine lieben Leutis, ich bin's, euer Gamerherz. Und heute gibt es Cozy Sonntag. Das heißt Harvest Moon. Yippie! Ihr hört schon, es regnet. Es ist am Regnen, das heißt, ich, Glücklicher, muss nicht gießen. Yeah! So, dafür müssen wir unsere Kühe natürlich ein bisschen kuscheln und wuscheln. Ja, ist ja ganz brave Kühe. Bisschen putzen und ja. Dann holen wir schon unsere Milch. Gib mir bitte Milch, ihr süßen kleinen Tierchen. Eigentlich möchte ich. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Wie es ausschaut, habe ich das nicht. Dann müssen sie normales Futter bekommen. Ich denke nämlich, dass die Tiere heute nicht raus können, da es wirklich wie aus Kübeln gießt. Das war eigentlich nicht für das Schaf bestimmt, sondern für mein Pferd. Könnten Sie bitte hier weggehen? So. So. Es ist der vierte Herbsttag. Ich habe gestern alles an Van verkauft. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder sammeln. So. Hi, du liebes Huhn. Du bist ein Hahn. Entschuldigen Sie. Guten Tag. Ja. Ich sehe gerade, ich habe kein. Okay, Marmormilch, Karotte. Süßkartoffel, Süßkartoffelsuppe. Okay. Wie sieht's hier aus? So, dass ich mich wieder ein bisschen orientieren kann. Wir haben uns ja Gordi ausgesucht zum Heiraten. Das sieht natürlich schon super aus. Ja, und sonst sieht es noch nicht so perfekt aus, aber sicher mal Nina oben und Gary auch was, perfekt. Daryl auch. Ja, die anderen kommen so nach und nach, ich bin dann nach und nach dran. Wie sieht es eigentlich mit Geld aus? Hab ich Geld? 12.000. Mit dem können wir nicht viel machen. Was wir machen können ist, aber und sicher mal Dings kaufen gehen. Dingsbums, ihr wisst schon, das Dings vom Bums. Ich brauche Dinger, Liebe. Oh, aber nicht 600. Auch wenn es verlockend ist, so viel Dinger zu kaufen. Wir machen genug, damit ich lange nichts mehr kaufen muss. So. Klingt gut und wir sind ja erst im ersten Jahr, da finde ich das Geld noch nicht allzu wichtig.
Ja, und wir verkaufen sie bei Van. Dort können wir uns sozusagen ein Goodie erschummeln, indem wir es irgendwie immer wieder andrehen. So, komm schon, Van, komm schon, kauf es, Van, komm schon. Du willst es nicht? Komm schon, nimm es, bis sie endlich mal sagt: Okay, aber lass mich in Ruhe. Ja, so sieht's aus. Das tun wir genauso. Komm schon, Fischi. Beiß an, kleiner Fisch. Auf dem Tisch. Ein XXL Masu. Pilami. Ja. Es gibt doch nichts Freudigeres. Ein gefleckter Saibling. Wupp. Okay. Meine Katzen sind verstreut. Hi, es ist 10 Uhr. Ich möchte ein bisschen graben. Ich weiß doch gar nicht, ob wir die Tafel schon hatten. Aber ich glaube schon, die ist ja im ersten Jahr nicht so schwierig zu bekommen. Das sieht mir aus wie eine Münze. Ich bin gut. Das da ist auch eine Münze. Ja, das wäre eigentlich eine Silbermünze, aber das in diesem Weite noch keine Silbermünze gibt, wird es eine normale. Die kommt, glaube ich, erst im nächsten Jahr dazu, wenn wir ihm die Tafel gegeben haben. Sonst erweitert er nicht. Eine goldene Gabel, das gibt schon mal 1000, wenn Van wiederkommt, am 9., am 8., in 4 Tagen. Also müssen wir sammeln, sammeln, sammeln. So viel wie möglich. Komm schon. Ein Fossil. Klar, wir können auch ein, zwei Sachen verschenken. Zum Beispiel für Gordi. Gordi mag die Münzen gerne. Hier ist nichts. Ich finde so dreimal bei einem neuen Feld gucken, ob was drin ist. Nee, dann gehen wir weiter. Ich weiß, dass es unendlich Sachen gibt bei den Feldern. Also ich könnte 100 Mal graben. Es kommt immer wieder was. Aber ich fühle mich so viel wohler. So.
Flora, ich möchte da graben. Da hat's was, eine Münze wahrscheinlich. Münzi, Münzis, wir sind münzensüchtig. Danke für die Münze. Yeah! Carter, darf ich bitte wieder weg, weg, weg? Danke. Ich möchte nämlich. Ja, tut mir leid, du hast die Tafel schon. Und da du dich nur für die doofen Tafeln interessierst, hat es sonst nichts Schlaues. Nicht mal das. Okay. Hä? Ich habe ein neues Tier vorbeigebracht. Du findest es im Stall. Oh. Hi. Ich nenne ihn Florian. Florian das Schaf. Jo. Ich habe ja noch Dünger gekauft. Wir düngen mal weiter. Wieso? Wieso gibst denn du nicht an, wenn du Dünger brauchst, Junge? Die Tomatis brauchen keinen Dünger mehr. Cool. Wie sieht's bei dir aus, Hühnchen? Hast du mir ein Ei? Ja, du hast ein befruchtetes Ei. Gut. Ich weiß nur nicht, ob wir schon eins drin haben. Wir gucken kurz. Ja, hier ist schon eins drin. Und bist du ein Junge oder Lena? Nein, du bist ein Mädchen. Dich behalten wir. Was wollte ich eigentlich mit den 10? Ah, ich wollte die wahrscheinlich einpflanzen, aber das Problem ist, dass wir zu wenig Platz haben oder ich zu wenig Energie. Oh. So, wir rennen noch zu Gordy. Gordy, Gordy, bist du da? Und zu Gary müssten wir eigentlich auch noch, weil der wird im zweiten Jahr ziemlich schwierig zu beschenken. Eher gesagt, du kannst mit ihm nichts mehr tun. Hey Gary, wie geht's dir, Gary? Bist du gut zweg, Gary? Ja, ich geb dem Fisch. Guck mal. Guck mal. Hier. Und. Hättest du zufällig. Oh, hi Nina. Hast du noch Lust auf einen Fisch? Ich gebe dir ihn natürlich, Gary. Und hast du eventuell noch Kuschelkrautbock? Nur zwei Geschenke für dich? Okay, dann bye. Dann gehen wir mal weiter. Gordy, Gordy, Gordy. Gordy, bist du da? Hi, Gustava. Hey. Müssen wir. Nein!
Ich hab's verbockt. Komm, Gordy, beweg dich, ich will dir was schenken. Klar, nimm es dir, du geile Socke. Ein Blümchen hätte ich auch noch, wenn du dich bewegst. Guck mal. Ja, das ist für dich. Nur für dich. Ja, 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 braver Gordy. Oh, hallo. Oh Gott, ist so lustig. Willst du noch eine Münze, Gordy? Ne, wenn ein toller Fund sagt, will er nichts mehr. Aus starkem Regen wurde Nieselregen. Oh, die Schildkröte ist da, aber ich habe keinen Bock mehr zu gießen. Ich gehe wieder nach Hause. Ich gehe jetzt. Ich esse mal ein Sashimi. Danke. Kann ich wieder zwei kochen? Ich gehe nochmals unsere Hüchentiere kuscheln. Und ja, ab nächsten Monat gibt's bei mir Baldur's Gate 3. Yay! Mache ich für euch, nur für euch, einen neuen Charakter. Und wir fangen von null an. Ja, ihr lieben Kühe, gebt mir Geld. Das Schlimme ist, die braune Kuh gibt es schon mehr mit dem Billigzeug als unsere normale Kuh auf Gold. Was noch geht, ist S-Sternmilch. Die ist dann mehr, viel mehr wert. Oh mein Gott, Leute, die ist 225 wert von der normalen Kuh. Weil ich sage normale Kuh, weil ich noch nicht weiß, wie viel es von den anderen wert ist, da ich noch nie eine Marmor oder Braun... Oh ne, nicht essen! Junge! Egal, ist okay. Dann ist dein Bauch ein wenig gefüllt. Ist okay, okay, okay. Tut mir leid, ich bin ein böser Mann. Ich motze die ganze Zeit. Oh no, oh no. Ich fühle mich so tief. Ich gehe ein bisschen höher. So. Und dann gehen wir einfach mal schlafen, würde ich sagen. Gute Nacht. Oh, die kleinen Erntewichtel, wenn das Erntewichtel sind. Oder einfach nur normale Wichtel. Ich weiß es nicht. Ich habe heute unglaubliches Glück. Und hier der 6-Stunden-Wetterbericht. Ein Tiefdruck ist unterwegs zu uns. Rechnen Sie mit einem wolkenverhangenen Himmel und Regen wahrscheinlich. Weil im Moment ist es ja so. Ah, hi Vesta. Oh, stimmt, das Herbstbankett. Oh, wir haben zum Glück Tomaten. Okay, ich komm dann, Vesta. Natürlich, ich bin doch dein Kumpel. Aber ich muss mich erst um die Tiere kümmern, okay? Danke, bye, Vesta. Du Schwester. Vesta, die Schwester. Ja, wir düngen hier.
dünge unsere Pflanzen. Und jetzt hacke ich sie. Ich brauche die Tomaten. Tomatoes. Eigentlich könnten wir noch mehr Tomaten machen. Ja, ich habe das riesige Feld noch nicht und ich finde es nicht cool, auf dem kleinen Feld da auch noch anzubauen, weil das Feld ist wirklich nichts wert. Es geht unglaublich lange, bis die Pflanzen Dünger wirken. Okay, was war das? Nee, nicht dort, da. Danke. Also, eine behalten wir. Eine Tomate. Wir machen aber Tomaten. 5 müssen da rein. Dann gibt es nämlich wieder 10. Und das heißt dann, für wen müssten wir hier 4 rein datschen? So, wen, hier ist alles drin, was du bekommst. Oder fast alles, sagen wir so. Und jetzt wo habe ich die 10? Während die hier wieder schön wachsen, können wir nämlich die hier einpflanzen. Was ich jetzt falsch gemacht habe, ich hätte die Tiere zuerst melken sollen. Jetzt müssen wir lange warten, bis sie am Abend Milch geben. Aber es ist sonnig, sie können raus, würde ich sagen. Der Wetterbericht ist heute für die Katz. Ja, bevor es 9 Uhr ist, melke ich euch lieber. Und könnt ihr mir morgen... Kuschel euch. Ja, du bist eine liebe Schafi. Und du bist auch eine liebe Schafi. Na toll, der wieder ist eingeschlafen, obwohl ich ihn noch putzen wollte. Ein bisschen putzen, das wäre schön. Hi! Schwester, die Schwester. Es scheint gerade niemand zu Hause zu sein. Okay, dann sind sie hier oben. Gary, 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 Gary. Bist du eine Schnecke, Gary? Gary, wo bist du? Gary? Wieso bist du nicht bei deiner Frau am Laufen? Hey, du kriegst von mir Essen. Das ist geil.
Und ein Oh ne, du nimmst ja keine Blümchen. Und ein Tintenfisch. Bitte sehr. Kannst du Tintenringe machen? Lecker, schmecker. Wer Meeresfrüchte mag, natürlich. Yo, man! Party? Party, get the story. Party, get the story. Woo, party. Hi Lu, hi Lulu, hi Lu, 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 ich habe eine Tomate dabei. Ne, 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 coole Tomate. Gibt's eine Tomatensuppe? Weißt du, wie cool? Lecker schmecker. Hi Leute, hui hi, hui hi. Lecker. Es so viel ihr wollt, yay! Oh, wenn du sagst, hättest ja das Gleiche. Es ist so lecker, wie soll der abnehmen, Mensch? Junge, wenn du dich wohlfühlst, wie du bist, dann bleib so, wie du bist. Es müssen nicht alle Stahlbody haben. So, der Kleine ist am Betteln. Dann geben wir ihm doch was, damit er auf seine Insel kann. Hi Pui. Hey Pui, willst du auf die Kokosnussinsel? Ich gebe dir 100 G. Ja, du kannst bald auf die Kokosinsel. So, jetzt gehen wir noch graben. Die kurze Zeit, weil ich möchte so viel wie möglich rausholen. Bevor Van kommt. Die Blumen nehmen wir nachher mit. Hab keine Zeit für die Blumen jetzt. Hi, hi. Oh mein Gott, hier ist aber viel schon offen. Danke, Kleiner. Ein kleiner Garten. Ich grab hier alles aus. Münzchen. Was noch? Noch dem Münzchen? Oh, ihr zwei nervt mich. Gebt mir einfach die Münzchen. Münze, Münze. Obwohl die Münze gar nicht so viel wert ist, aber ja. Kleinvieh macht auch Mist, sagt man doch so schön. Carter, würdest du mich nicht einfach wegtrollen? Flora, du auch nicht? Hallo? Voll die Troller hier.
Die Trollen, Trollen, Trollen. Es ist so still im Chat, Leute. Hallo. Seid ihr alle noch am Schlafen? Es ist Sonntag. Ich bin heute im Fall auch nicht so lange online. Knapp eine Stunde heute leider. Wir haben noch anderes vor, leider. Aber eine Stunde geht klar. Nur für euch. Es hat sich schon gelohnt. Party, 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 Party. Buff, 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 buff. Wir kriegen schon sicher 2000 von Herrn Van. Da, eine Goldgabel. Siehst du, wie schön glitzernd die ist? Oh, du willst sie nicht? Danke. Dumpfbacke. Gott, du könntest reich werden. Idiot. Bye. Oh, ich brauche Blümchen. Blümchen, 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 Blümchen. Und wir müssen noch zu Gordi. Gordi, ich hab dich fast vergessen. Tut mir sorry. Wo bist denn du, Gordi? 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 Gordi, wo bist du? Ich könnte ja wirklich gucken, wo er ist. Ist er bei seinem Haus? Nicht, dass wir. Youth ist auch da. Was macht Youth bei Gordy? Gordy, was tust du mit Youth? Ah, Youth läuft da draußen rum. Da ist der kleine Racker. Oh, blaue Blümchen. Ja, und Leute, wenn Palia rauskommt, dann weiß ich nicht weiter. Ich brauche dringend eine Capture Card. Oh, hi Nami. Weil Palia kommt auch für die Switch raus. Und ich würde es gerne auf der Switch zocken, weil mein PC ist nicht gerade so supi-dupi. Es reicht gerade mal zum Streamen. Und coolerweise reicht es auch für Baldur's Gate, aber nicht zum Streamen. Das kotzt mich ein bisschen an.
Aber deswegen bekomme ich es ja auch noch auf die PS5. Hey, ich habe noch eine Münze für dich, wenn du möchtest. Natürlich, cool. Kann ich dir noch was schenken? Wäre voll cool und so. Blümchen. Blümchen will er nicht. Kann ich ihm nur zwei Sachen schenken? Das eigentlich sollte man ja mehr. Aber er sagt jedes Mal bei Nacht zwei Sachen, toller Fund. Er hasst uns. Er kann es nur nicht zugeben. Gary ist fast oben, dann wird er mich loben. Takakura auch. Gordy auch. Oh, Gordy und Takakura sind gleich auf. Wer macht das Rennen? Gordy hat gerade jetzt schon 10 Herzen. Wollen wir Gordy die Feder geben? Hi, Rock. Ach ja, Leute, ich habe Rock auf der Switch-Version geheiratet. Und ich muss sagen, scheiße, war das süß. Obwohl ich Gordy ja nicht so mag, weil er denkt, er ist der geilste Typ der Welt. Aber ja, man kann sich auch irren. Er ist echt knuffig. Nur das Kind finde ich nicht knuffig. Gordy, Gordy. Rock ist ja blond und unten braun und das Kind hat einfach braune Haare und ich habe gedacht, es wird blond. Aber nee, es wurde nicht blond. Es wollte nicht blond sein. Milch, nicht schlecht. Nochmals, es werden nochmals 12 werden. Ay, caramba, Van. Junge, du wirst von uns. Wir werden dich zu Tode kaufen. Oh, ich habe sie draußen gelassen. Ich Idiot. Egal. Ging ja nochmals gut. Gib mir Milch. Wo ist die andere Kuh? Hier ist die andere Kuh. Würdest du nicht meckern, wenn ich dich am Streicheln bin, weil ich sollte dir. Ja, es guckt, gib mir die Milch, bevor es 7 ist, danke. Oh, habe ich vergessen, die Pflanzen zu gießen ein zweites Mal? Oh, shitty, shitty. Hey, guten Morgen, Eiswölfin. Wie geht's, wie steht's? Super, ja, mir auch. Danke der Nachfrage. Sehr lieb von dir. Ja, ich habe vergessen zu gießen gestern, yay. Tut mir leid, Pflanzis. So, ich muss noch düngen. Also vor allem die da oben, die müssen, glaube ich, gedüngt werden. Die unteren. Nee, die wollen keinen Dünger, die sind voll gedüngt.
Gut. So. Oh, Äpfel liegen am Boden, habe ich die völlig vergessen. Oh Gott, oh Gott. Hier haben wir die Tomatensamen. Perfekt. So. Was sollen wir noch tun hier? Einrichtung bestellen? Brauchen wir gerade noch nichts. Ich finde das Zeug unheimlich schweineteuer. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so teuer im Original war. Weil ich weiß, dass ich zum Beispiel die Käse-Dings sehr schnell hatte. Und die Butter. Und hier hast du sie einfach. Ja, es geht. Es gehen Jahre vorbei, bevor du die Butter und der Käse siehst. So, ich renne hoch zu Carter. Wir gehen noch angeln. Zwei, drei Fischchen, bevor Carter aufmacht. Oh, wir haben eine Blume vergessen. Cool. Entschuldigung, Blümchen. Ich wollte nicht, dass wir dich vergessen. So, wir angeln noch ein bisschen. Wir kosen ein bisschen. Chili Vanilli. Chili Vanilli. Es beißt eventuell ein Fischchen an, Fischchen an, Fischchen an. Es beißt eventuell ein Fischchen an. Sehr, sehr bald. Und wir haben das Fischchen. Beißt eventuell ein zweites an. Das wäre schön, das wäre schön. Hoffentlich beißt ein zweites an. Das wäre schön. Party on the Moon, wir gehen rein. Oh, heute nicht so viel los hier drin, ha? Carter, gib mir her. Gib einfach die Schaufel, danke. Ich will doch nur, dass ich graben kann. Gib mir eine goldene Gabel und ich bin happy. Dann hat es sich schon gelohnt. Hoppla. Gesagt, getan. Danke. Ein Tausender. Yeah. Party und get it. Oh, noch ne. Oh mein Gott, was ist heute los? 2000. Sehr schön. Können wir uns gleich nachher noch die dritte Kuh kaufen? Marmorkuh. Ja, wenn es so weitergeht, da haben wir locker 20.000. Und cool wäre natürlich, wenn wir 50.000 hätten, dann würde ich gleich die Sternenkuh kaufen. Weil diese Milch hat es in sich. Vor allem, wenn sie S ist.
und S Sternchen. Ich weiß nicht, wieso ich noch weiter grabe hier. Wupp, wupp. Okay. Danke, bye. Wir gehen schon wieder raus. So. Dann gehen wir mal zu den Wichteln. Das vergesse ich immer wieder. Und die haben ja noch Rezepte für mich. Sorry, Wichtel. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Keine Pilze vom Wald essen, bitte. So. Hi, ihr Wichtel. Ich will was verraten. Ein Rezept, das hier im Vergessenen Tal in allem Munde ist. Du solltest es auch mal nachkochen. Rezept für scharlachroter Salat gelernt. Yay. Danke. Okidoki. So. Wir gucken nochmals nach den Pflanzen. Die sehen bis jetzt gut aus. Es ist auch erst 12 Uhr. Dann gehen wir zu Gordi. Wir nerven ihn wieder ein bisschen. Ei. Fisch. Habe ich das Ei zufällig dabei? Nee, aber... Aber wir können noch eins holen gehen. So, dann geben wir wohl Lu das Ei. Eieiei. Ja, Lu, hier, ich... Was ist jetzt los? Oh, Rock, lass Lumina doch in Ruhe. Die Arme. Ah, Rock, guten Tag. Gut, dass ich dich erwischt habe. Hör mal, es gibt da so eine Sache, die an mir nagt. Ich dachte, ich sollte dich warnen. Mich warnen? Worauf willst du denn hinaus? Es geht um dein trautes Heim. Ich sag das ja nur ungern, aber meinen Informationen zufolge kann man, wenn man sich spät nachts der Villa nähert, sie hören. Neulich nachts habe ich eine Frau in eurem Garten gehört, die einen Lachanfall hatte. Um die Uhrzeit kann keiner draußen gewesen sein. Jep, könnte sein, dass nur du in einer Spukwille wohnst, Lumina. Und wenn die Gespenster dich schnappen, habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Deswegen werde ich eine Spukwille? Ich wie kann? Lüge, oh du schrecklicher Lügner. Du darfst nicht einfach solche furchtbaren Gerüchte in die Welt setzen, Rock. Geil. Hey, warte mal, Lumina. Nee, komm nicht zu mir, wenn Rock da ist. Geh, komm. Ah, Gespenster, komm mir nicht zu nah. Lumina, ich bin kein Gespenst. Geht's noch? Ich schlag dir gleich eine Runde. Hallo? Ich bin kein Gespenst. Wir wurden vom Mensch zum Gespenst degradiert von Lumina. Yay. So lieb. So. Hier hast du ein Ei. Werd glücklich damit. Ja.
Bei irgendwer wollte noch was? Fisch? Die Festa wollte einen Fisch. Dann gehen wir erst zu Gordy. Dann müssten wir wieder hin und her rennen. Denn Vesta, die Schwester, will einen Fisch. Ja, einen Fisch. Hallo? Scheint gerade niemand zu haben. Gordy? Gordy! Gordy, wo bist du? Ich suche nach Gordy. Gordy ist am Strand. Strand, Gordy. Gordy? Gordy! Er rennt gleich weg. Ich komme und er rennt weg. Nicht wegrennen, Gordy. Ich hab was für dich. Ja, ich will's dir schenken. Nimm's. Ich zwing dich dazu. Ich zwinge Gordy. Ja, nimm die Blume. Weil Blumen sind schön. So, wir machen noch den Tag zu Ende und dann ist Feierabend für heute leider schon. Wir gehen noch zu Vesta, der Schwester. Ich weiß, ich bin gemein zu ihr. Tut mir leid, Vesta. Wo ist sie denn? Hi, Vesta. Du wolltest doch... Nee, ich wollte eigentlich nicht plaudern. Nein, ich will nichts kaufen. Ich möchte dir die einzig wahre Chance geben, einen Fisch von mir zu erhalten. Eingebildeter junger Mann. Oh, ich krieg für Fisch Kuschelkrat. Danke, Vesta. Von wo wusstest du, dass ich das nicht möchte? Das ist ein Geschenk, das man nicht haben möchte. Denn mit diesem Kraut wird nicht gekuschelt. So, ich beglücke die Kühe nochmals mit Hallo und Tai. Wenn ich die zweite Kuh auch finde, hier. Kuh, du solltest ein bisschen dünkler sein. Ich finde dich nie. So. Irgendwie funktioniert das mit dem... So... Ja, ich weiß, du bist langsam müde, aber... Junge, das schaffst du schon. So schlimm ist das jetzt noch nicht. Und hier braucht's keins mehr. Hi Hühnchen. Oh, schon wieder ein Ei. Du bist aber fleißig. Und du tust fleißig sprühen. Auch wenn ich nicht weiß, wie das geht. Anatomie der Hühnchen. So, nee, nicht jetzt schlafen. Jetzt wird gemolken, Kuh.
Eine Kuh, die macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Ihr könnt jetzt reingehen, es ist alles bereit für euer Stallleben. Und jetzt schmeiße ich alles wieder hier rein. Weil ich alles sammeln tue. Ich habe einen Sammelwahn. Ich bin der Sammler, der Sammler, der Sammler. So, Leute. Das war's für heute leider schon. Ich komme morgen wieder. Morgen spielen wir Atlas Fallen weiter. Ich wünsche euch noch einen weiteren cozy Sonntag. Genießt ihn. Macht nichts, was ich nicht machen würde. Und dann bis morgen. Bye.